Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich ungeschminkt. Das bedeutet, dass wir mal wieder Foundation zusammen testen. Um genau zu sein, Stick Foundations. Und zwar habe ich hier zwei Stück, die wir mal miteinander vergleichen. Ich weiß aufgrund vieler Nachrichten und Kommentare, dass euch Stick Foundations extrem interessieren. Was ich absolut nachvollziehen kann, denn auch mich hat es extrem interessiert und ich habe mittlerweile ein paar ausprobiert, auch einige aus der Drogerie. Aber heute soll es insbesondere um diese zwei gehen. Und zwar ist es einmal von Milk die Flex Foundation, beziehungsweise der Flex Foundation Stick. Ich habe hier die Farbe Shell und einmal Hourglass Vanish Stick Foundation. Verlinke euch die beiden Produkte in der Infobox und hier habe ich die Farbe Alabaster. Bei der Hourglass Stick Foundation finde ich gar nicht so viel zu der Konsistenz, zu den Inhaltsstoffen und Co. Was hingegen bei der Milk Foundation schon ganz anders aussieht, da steht ein bisschen mehr dazu drin. Und zwar steht hier zum Beispiel drin, dass hier Eibischwurzelextrakt drin ist, was eben ermöglicht, dass das eine gute Formulierung ist und es trotzdem Bewegung auf der Haut stattfindet. Und dass das Gesicht sich gut mit der Haut verbindet und verschmilzt, ohne Absetzen und ohne Verklumpen. Wir werden sehen. Dann ist hier drin blauer Lotus, was Feuchtigkeit spenden soll. Kamille und Lavendel ist hier drin, was lindern und hautberuhigend wirkt. Finde ich wiederum sehr, sehr cool. Werde ich auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, ob ich davon was gemerkt habe oder nicht. Die Milk Foundation gibt es in 36 Farbtönen und auch die Vanish Foundation von Hourglass gibt es in um die 30 Farbtönen. Ich habe jetzt nicht genau gefunden, wie viele es exakt gibt, aber auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Auswahl an Farben, was ich auch wiederum ganz cool finde. Denn man kann beispielsweise auch diese Stick Foundations gut nutzen als Concealer oder auch zum Konturieren, aber auch dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Wir werden jetzt einfach mal beide auftragen. Ich teste beide schon relativ lang mittlerweile und dann kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen. Ihr werdet auch sehen, wie die sich so im Auftrag verhalten und natürlich, was die Vor- und Nachteile der Foundation sind. Ich habe jetzt nur meine Feuchtigkeitspflege aufgetragen ohne Primer, dass die Voraussetzungen gleich sind. Und ich werde beides mit Foundation-Pinseln einarbeiten und zwar mit denen hier, weil das am besten funktioniert, da sie ja doch relativ dickflüssig sind bzw. dick im Auftrag. Die Textur ist dahingehend nicht so geeignet, um das eben mit einem Beautyblender aufzutragen. Was ihr noch machen könnt, ist natürlich mit den Fingern, was ich persönlich einfach nicht so mag und deswegen nehme ich die Foundation Pinsel. Nehmen wir auf dieser Seite die Milk Foundation. Ich hoffe, die Farben passen, aber eigentlich sind beide relativ hell, dass das kein Problem geben sollte. Ich glaube, die Milk Foundation ist ein bisschen dunkler. Also meine Problemzonen sind auf jeden Fall die Nase, weil ich hier stark vergrößerte Poren habe. Und die Stirn, weil hier meine Haut relativ schnell ölig wird. Ihr seht im Auftrag, also es ist schon sehr stark deckend und eben wie gesagt sehr dick von der Konsistenz her. Das ist auch eine der Eigenschaften von den Foundations, dass sie eben stark deckend sind. Ihr seht bereits im Auftrag, dass beide Foundations, vor allem aber die Hourglass Foundation, mit den Poren überhaupt nicht klarkommen. Ihr werdet dann gleich noch das Ergebnis sehen, wenn ich das Ganze verblendet habe. Aber das ist halt auch was mir von Anfang an so krass aufgefallen ist, dass sie wie die Poren einfach freilassen beim Auftrag. Super interessant. Ihr seht, ich habe einen kleinen Farbunterschied, aber das ist nicht so schlimm. Dann fangen wir mal an, das Ganze zu verblenden. Verblendet ist es bei der Milk Foundation auf jeden Fall so, dass es, dass es nicht mehr so krass aussieht wie gerade eben mit den Poren. Wobei ich auch finde, im Vergleich ist auf jeden Fall die Hourglass Foundation dahingehend schlimmer, dass sie die Poren so krass betont.
Das geht dann bei der Milk Foundation einigermaßen, wenn das Ganze verblendet ist. Die Deckkraft lässt natürlich ein Stück weit nach, wenn man das Ganze hier ausblendet. Gerade hier unten im Kinnbereich würde ich noch mal ein Stück drüber gehen. Was ich eben bei Stick Foundations wirklich super, super gerne mag, ist, dass es so unfassbar schnell geht. Man schmiert sich das Zeug wirklich nur schnell mit dem Stick ins Gesicht, verblendet das Ganze und ist good to go. Und deswegen bin ich einfach so unfassbar neugierig auf diese Foundations gewesen, weil ich finde, dass es im Alltag natürlich perfekt wäre. Einfach schnell, wie gesagt, zack, 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 im Gesicht ein bisschen was verteilt und das war's. So, ich gehe jetzt hier nochmal über die Stellen kurz ein bisschen drüber, um das Ganze noch ein bisschen stärker abzudecken. Was ich euch zu der Milk Foundation auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Farbe sich super der Haut auch anpasst, dass es sich sehr gut verblenden lässt. Und es ist tatsächlich so, dass ich finde, dass es sehr, sehr gut mit der Haut verschmilzt, definitiv. Ich kann euch schon mal sagen, wenn das Ergebnis so über den Tag verteilt bleiben würde, wäre ich sehr zufrieden. Jetzt kümmern wir uns um die Hourglass Foundation und auch hier werde ich das Ganze ausblenden. Die Hourglass Foundation ist mir auf jeden Fall gerade viel zu hell. Ja, also man erkennt auf jeden Fall einen Farbunterschied. Was ich sagen muss, die Hourglass Foundation verschmilzt überhaupt nicht gut mit der Haut. Nicht ansatzweise so wie die Milk Foundation. Und ich muss die Foundation noch nicht mal ein paar Stunden oder irgendwas getragen haben und merke bzw. sehe direkt, wie sich das Ganze extrem an meinen Poren absetzt. Auch die trockene Haut extrem betont, gerade an der Nase. Ich hole ich noch mal ein Stück ran. Also auch gerade hier, wo ich wirklich stark vergrößerte Poren habe, sieht das Ganze katastrophal aus. Die Milk Foundation macht es auch nicht unbedingt besser, aber es geht noch einigermaßen. Allerdings die Vanish Foundation geht gar nicht. Sie betont auch sehr stark, finde ich, die Falten, gerade die Lachfalten. Hier, das Ganze sieht extrem cakey auf, es sieht aufgesetzt aus. Ja, also bei meiner Haut funktioniert die Vanish Stick Foundation leider gar nicht und es wird über den Tag verteilt fast noch schlimmer. Die Milk Foundation lässt sich besser verblenden, sie verschmilzt besser mit der Haut und ich finde auch, sie setzt sich nicht so stark in den Poren und in den Fältchen ab, aber dennoch muss ich euch sagen, setzt sie sich definitiv ab im Laufe des Tages. Ich habe jetzt nicht so stark trockene Haut, aber auch hier muss ich sagen, finde ich immer, dass diese Stick Foundations gerade auch aufgrund der Konsistenz die Haut immer, die trockene Haut immer betonen. Also das ist auch einfach der Konsistenz, wie gesagt, einfach geschuldet. Und ich finde auch, dass beide Foundations sich im Laufe des Tages in den Poren absetzen. Wobei ich sagen muss, dass die Hourglass Vanish Foundation natürlich gerade was die Poren angeht katastrophal ist. Also ich zeige es euch nochmal, wie das sitzt. Das geht gar nicht. Und im Vergleich ist das die Milk Foundation. Ja, ist auf jeden Fall nicht schön. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde beide Foundations nicht mehr im Alltag tragen. Für mich funktionieren sie einfach nicht und ich habe festgestellt, dass ich denke, dass einfach generell die Stick Foundations für mich nicht wirklich funktionieren. Wofür ich sie aber gut finde, ist, sie zum Konturieren zu benutzen und als eine Art Concealer-Zweck zu entfremden, beziehungsweise sie sollen natürlich auch gewissermaßen ja diese Deckkraft eines Concealers haben. Von daher denke ich, ist es nicht mal eine krasse Zweckentfremdung. Es gibt ja auch bei den Farben sehr, sehr helle und sehr, sehr dunkle Töne, bis sogar in Konturiertöne, dass man eben auch die Sticks in einer dunklen Farbe kaufen kann und eben zum Konturieren oder Bronzen nehmen kann. Das finde ich definitiv besser für solche Sticks und ist auch eine gute Alternative, um sie natürlich trotzdem weiter zu benutzen, auch wenn man jetzt damit als Foundation nichts anfangen kann. Wie gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen diesen beiden Foundations, würde ich definitiv die Milk Foundation nehmen, so rum ist es richtig, weil die Vanish Foundation finde ich katastrophal.
katastrophal. Ich weiß nicht, ob es an meiner Haut liegt, an meinen Poren, aber auch wenn ich sie mir hier oben anschaue, beziehungsweise im Kinnbereich, finde ich sie einfach, ich finde sie nicht gut. Ich finde, sie sitzt einfach überhaupt nicht gut auf der Haut. Das, was sie macht, oh Gott, das sieht so schlimm aus. Das Einzige, was sie macht, ist eben trotzdem noch so einen gewissen Glow zu behalten. Das finde ich gut bei der. Aber ansonsten, ich verstehe nicht, warum so viele die gut finden. Ey, keine Ahnung, schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Erfahrungen zu der Foundation in die Kommentare. Ich finde auf jeden Fall die Milk Foundation weitaus besser und ich denke, dass sie bei vielen Hauttypen auch gut als Foundation selbst funktioniert. Auch hier haben wir noch so einen gewissen Glow da, definitiv. Aber ja, auch hier muss ich echt sagen, dass die sich im Laufe des Tages ein Stück absetzt und am Ende etwas cakey aussieht. Das lässt sich definitiv nicht vermeiden. Auch rutscht sie stark in die Fältchen. Aber was ich euch schon gesagt habe, je mehr Produkt ihr benutzt und je stark deckender oder umso fester die Konsistenz eurer Produkte ist, umso mehr kann sich das Ganze natürlich auch in die Fältchen absetzen. Das heißt, wenn ihr eine leichte Foundation benutzt mit die relativ dünnflüssig ist, die nicht so stark deckend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es euch so extrem in die Fältchen creased. Ich habe beide Foundations noch nicht lang drauf. Ich rede jetzt einfach mit euch und habe hier in den Fältchen auf jeden Fall schon ordentlich Foundation drin. Also es hat sich schon gut abgesetzt, es betont das Ganze auch extrem. Und ich denke, was man auch gut erkennen kann, ist, dass es hier, wie gesagt, viel, viel mehr noch die Poren, vor allem auch hier unten, wo ich nicht mal so viel habe, betont. Aber ich muss sagen, beide Foundations lassen einen älter aussehen. Das ist mir auch krass aufgefallen. Ich finde, beide Foundations betonen einfach stark die Falten, kriechen in die Falten, betonen sie und man sieht definitiv älter aus. Das heißt, eigentlich funktionieren diese Foundations in der Regel nur bei Menschen, die keine vergrößerten Poren haben, die dahingehend also kein Problem haben, die auch noch nicht zu stark Falten haben und die nicht zu extrem trockene Haut haben. Das ist einfach meine Erfahrung, die ich euch mitgeben kann. Natürlich könnt ihr auch andere Erfahrungen gemacht haben. Es ist ganz klar, dass ihr sagt, na, bei mir funktioniert die super. Kann ich mir allerdings auch, oh sorry, nicht so gut vorstellen, denn ich habe auch viele, viele Erfahrungsberichte über diese Foundations gelesen, wo die Mädels genau das sagen und halt auch so, dass sie sich so extrem absetzen, dass sie stark die Poren betonen, die Hautfältchen und auch trockene Haut nicht unbedingt schön aussehen lassen. Von daher absolut schwierig in der Handhabung. Wofür ich sie, wie gesagt, ganz gerne verwende, ist eben so ein bisschen zum Highlighten. Natürlich nicht auf der Nase, sondern dann eher hier unten in dem Bereich, vielleicht ein bisschen im Kinnbereich und hier leicht unter den Augen, nicht zu nah ran, weil sonst, wie gesagt, creased das Ganze wieder. Aber ansonsten funktionieren beide Foundations bei mir nicht so gut. Die Milk immer noch besser als die Hourglass Foundation, aber auch da muss ich sagen, ist das Geld irgendwie aus dem Fenster rausgeschmissen gewesen, weil so richtig doll ist es nicht. Ja, ihr Lieben, sorry, dass ich euch nichts anderes sagen kann, aber für alle, die sich eventuell für diese Art Foundation interessieren, passt da einfach ein bisschen auf. Ich hoffe, dass euch mein Erfahrungsbericht dahingehend helfen kann, dass ihr vielleicht nicht umsonst Geld ausgebt. Und ansonsten, wie gesagt, schreibt mir super gerne in die Kommentare, ob die Foundations bei euch funktionieren, ob ihr sie schon ausprobiert habt. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also bis dahin, lasst es euch gut gehen und ciao!